Oh, okay. Starte direkt mit Splatoon. DLC, denke ich mal, oder? Für den dritten Teil. Oder wird schon ein vierter Teil announced? Nee, 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 das wäre zu früh. Oder wann kam der dritte Teil raus? Ich weiß es nicht. Seit dem dritten Teil habe ich Splatoon komplett aus den Augen verloren. Kann ich vielleicht Qualität noch etwas hochstellen? Ah, 1080 ist das höchste, okay. Sieht aber nach einem coolen System aus mit den Schadenszahlen und so. Ist der Story-DLC? Ja, das dachte ich mir. Ähnlich wie sie es beim zweiten Teil gemacht haben mit der Octopus-Expansion. Pearl ist jetzt in einem Roboter? Acht. As for Marina and me, we go way back. Okay. Ja, wie gesagt, Splatoon bin ich halt leider. Und daraus Plast. Ah, okay. Das heißt, es geht wahrscheinlich alles in eine etwas RPG-lastigere Richtung. Mit so einer Art Skilltree oder was das sein soll. Splatoon hat eine Story, ja, schon seit dem ersten Teil. War im ersten Teil noch sehr mager, wurde dann im zweiten schon besser ausgebaut und im dritten wird man dann auf den DLC warten müssen, wie gut das im Endeffekt wird. Erweiterungspass für Splatoon 3, ja. Betrifft mich leider selber nicht. Ich habe die Connection zu der Reihe ein bisschen verloren. Ruf zur Ordnung. Obwohl es schon cool aussieht hier alles. Oh nein, was? Donkey Kong. Wir kriegen einen neuen Teil davon? The rivalry that heated up on Game Boy Advance Mario reignited vs. Donkey on Kong. Nintendo Switch. Ja, gut. With his Auch das ist halt eher iconic ein nischiger Titel. Ich erinnere mich, dass es davon auch ein DS-Teil gab. Sogar der Wii U-Teil war neu davon. Sie ziehen das auf jeder Plattform. Auf der Wii habe ich das gar nicht mitbekommen, dass sie auch so einen Teil davon rausgebracht haben. Ja. Also für mich ist es nichts. Mario vs. Donkey Kong. Am 16. Februar schon. Pre-orders begin on Nintendo eShop. Oh, und man kann es vorbestellen. Save the prince and the world. Guide Sargon. Prince of Persia habe ich leider nie gespielt. Sagt mir gar nichts. Ist das ein Franchise, was man kennen sollte, oder ist es nicht so schlimm, dass ich das, dass das komplett an mir vorbeigegangen ist? Sieht ein bisschen aus wie ein Donkey Kong Country Teil. Also vom Gameplay her. Oder so eine Mischung aus Castlevania und Donkey Kong. Ja, ganz normale RPG-Sachen mit Perks und blablabla. Sieht aber nach einem coolen Bosskampf aus. Oh ja, die Schlange auch. Am 18. Januar schon. You can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. Mario's first RPG adventure returns. Super Mario Oh mein RPG Gott. Was? Okay, das ist ein cooles Remake. Some new and returning gameplay features. Time your button presses with action. Davon kriegen wir ein Remake? Das ist doch sehr schön. Wo kam der erste Teil davon, also das ursprüngliche Spiel raus? Auf welcher Plattform war das? War das SNES schon oder war das erst später? Ja, das kennt man mit der Holzpuppe. Ich habe den Namen vergessen gerade, aber den Char kennt man. Allein schon, weil sich alle darüber aufgeregt haben, dass er in Smash eine Trophäe war. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered up bosses aren't gonna be easy. Das sieht interessant aus. Hier, Geno hieß er. Hier unten stand es eben dabei, bei den Lebensleisten. Kann ich leider sagen, so alt bin ich noch nicht. Soll das jetzt heißen, dass ich alt bin? Das nehme ich als persönlichen Angriff. Nee, frech.
Am 17. November auch schon, okay. Ja, natürlich. Nochmal Mario. Ach, stimmt. Der neue 2D-Plattformer, ne? Den finde ich tatsächlich sehr interessant. Wenn es jetzt das wird, was ich denke. Nee. Nochmal was anderes? Mhm. What? Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. Oh mein Gott, Peach kann selber kämpfen. Oh mein Gott, ist das ein Spiel mit Peach in der Hauptrolle? Ich werde nicht mehr. Weißt du, es ist ein sehr expressionistischer Titel, war ich. Was? Ach so, das ist der komplette Point des Spiels, dass man sich dann so Kostüme anlegt. So ein bisschen auf Kirby angelehnt. Vielleicht. Wonder, genau. Was zur Hölle? Also wenn, dann fände ich Mario Wonder interessant. Das hier sieht nicht so aus, als ob ich die Zielgruppe dafür wäre. Ich hab das direkt vorbestellt. Geht voll. Ja, 60 Euro für ein Switch-Game ist halt Standard. Princess Peach Showtime. Upgraded visuals are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist Lara Croft. Warum entscheiden Sie sich darauf, das nur so ein bisschen hoch zu skalieren und es so zu verkaufen, als ob es die krasseste Neuerung wäre? Vor allem, wenn man sich Tomb Raider auf anderen Konsolen anschaut. Ja, das ist ja. Das ist wie wenn sie die Polygonanzahl von Majora's Mask erhöhen würden und sagen würden, jo, ist ein neues Game. Was? Was ist das gerade? Ja, naja, ich weiß nicht, was, also, remastered in Anführungsstrichen, aber in ganz großen Anführungsstrichen. Das ist halt einfach nur gefühlt ein Filter drüber gehauen und dann das Game nochmal verkauft. Es wurde mit programmiert. Oh nein. Detektiv Pikachu haben wir immer noch nicht hinter uns gelassen. Nee. Also, nicht so meins. Da bin ich halt auch komplett raus. Wie gesagt, ich habe den Film nicht geschaut, ich habe keinen Bezug zu Detektiv Pikachu und ich weiß nicht. Das ist ein komisches Setting, meiner Meinung nach. Der war und ist cool. Ich habe gehört, dass der Film gut gewesen sein soll, ja. Das ist noch schlimmer als Wii Music gerade. Warum sind da random Essen-PNGs im Hintergrund? Ach so, wegen Italienisch und so. Hier, einfach so, es wird einfach eingeblendet und wieder... Warum? Das Game hat sich ein bisschen angefühlt wie ein Fiebertraum gerade. DLC? Für Luigi's Mansion? Nein, der zweite Teil. Ein Port vom zweiten Teil auf die Switch? Das ist das Intro vom zweiten Teil. Da kommt jetzt Professor Igitt. Genau. Luigi's Mansion 2 HD. HD? Ja, dann ist nochmal ein Remake. Shade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. With the Strobalt. Aber potenziell eine sehr, 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 sehr gute Spielreihe. Ich habe nur den zweiten gespielt. Aber im zweiten Teil kriegt man auf der Switch wieder Zugang zum Online,
Bereich zu diesem Online-Turm, oder? Wenn es den Online-Turm gibt, boah. Bitte sag dazu noch was. Bitte, bitte, bitte. A broken down clock factory that's full of sand. A mine covered in ice and snow. Oh mein Gott, so viele Flashbacks an das Game gerade, wo das alles durchläuft. Oh, es war so ein schönes Spiel. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Ja! Ja, der Multiplayer, der Online-Multiplayer kommt zurück. Im Online-Multiplayer kann man, ihr seht es hier schon, ein ganz kurzer Shot, ist ein goldener Doro hier. Die sind normalerweise weiß transparent. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Spielmodus ist, aber man kann in dem Online-Modus Secret Bosse freischalten. Also man hat dann so, keine Ahnung, 100 Bosse oder sowas, die nur in diesem Turm spawnen können und man kann die sich so nach und nach erfarmen und kriegt dafür auch Einträge für jeden, den man besiegt. Allein dafür wäre das schon super cool, weil die Server auf dem 3DS sind mittlerweile, glaube ich, abgestellt worden. Aber es ist auch schon wirklich hart, wenn man das Spiel auf schwer stellt. Oh mein Gott, was? Ein Remake oder ein Port? Das erste F-Zero-Spiel. Oh nein. Nein. Das habt ihr nicht gemacht, Nintendo. Nein. Die Fans warten seit 30 Jahren auf einen neuen Teil und sie bringen Battle Royale raus. Oh mein Gott. Ich hoffe, das ist wieder kostenlos. Das schauen wir uns im Stream an, wenn es kostenlos ist. Das ist so disrespecting gegenüber den Fans, die sich wirklich einen neuen Teil wünschen. Doch, ich und Kat haben uns darüber schon unterhalten, so ein Quatsch. Alter. Ich dachte, da kommt jetzt ein schöner, polished, neuer Teil mit schöner Grafik oder so. Ah, und dann machen sie sowas. Ich habe gerade so gehofft für das komplette Fandom, ne? Dass die sich einfach einen neuen Teil verdienen. Und dann kommt sowas. Exklusives Angebot für Mitglieder von Nintendo Switch Online. Ja, sie machen dasselbe wie bei Tetris 99. Okay, dann schauen wir uns das im Stream mal an, aber... Oh mein Gott. F-Zero als Battle Royale. Ein Racing-Game als Battle Royale. Wieder fancy Controller im Angebot. Oh, was? Oh, das sieht nach einem super fancy Spiel aus. Schon wieder ein neues Wario-Game? Hatten wir doch letztens auch erst eins. Nochmal ein neuer WarioWare-Teil. Das sieht zumindest interessant aus. Ah, okay. Der letzte Content für Mario Kart 8 Deluxe. Daisy Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. From Mario Kart Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii. Oh, wir kriegen neue Chars dazu? Das ist nicht schlecht. Vor allem Funky Kong hatte man schon ewig nicht mehr dabei. What? Ach, die war in Tour schon dabei, okay. Tour war das Handygame, ne? Bei mir ist runtergeladen das 99-Ding da. F-Zero längs. F-Zero. Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives onto Nintendo Switch this winter. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members can also... Jetzt sowieso am Anfang irgendwann rausfliegen. Also wirklich bei jedem Spielgenre in Battle Royale, aber bei einem Racing Game? ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。様々なタイトルをご紹介してきましたが、
Ausblick auf einige bereits. Ach, ab September, okay, okay. Da müsste dann Mario Wonder dabei sein, oder? Es kommt Ende des Jahres raus. Oh, eine physische Version von Pikmin 1 und 2. Genau, genau, Wonder. Ja gut, kriegen wir nochmal eine kurze Zusammenfassung von allem, was jetzt so in nächster Zeit rauskommt. War ja das, was wir vorher alles gesehen haben. Und jetzt droppen sie gleich noch die typische Nintendo Direct-Bombe, denke ich mal. Was ist die letzte Ankündigung? Ist es nur noch mal Wonder jetzt? Nein. Nein, nein, das ist der Banger. Das ist der Banger, den ich gesehen habe. Oh ja. War jetzt nicht so prickelnd bis jetzt. Das hast du etwas zu früh gesagt. Denn damit hat der beste Paper Mario Teil ein Remake bekommen. Also eigentlich ist ja schon Pflicht, den zu spielen, ne? Wann kommt der raus? Vor allem, weil ich, blame mich gern dafür, bis jetzt von Paper Mario nur Sticker-Star gespielt habe. Ich war ein Kind, okay? Und ich fand das Spiel gut. Als Kind. Ich weiß natürlich mittlerweile, dass es komplett schlecht gemacht war. Aber den zweiten Teil auf der Switch zu spielen, ne? Wäre schon nice. Das muss auch in den Warenkorb, ja. Es ist doch nur Papier. Oh nein, der zweite Teil ist mehr als nur Papier. Der zweite Teil für den GameCube geht mittlerweile irgendwie 200 Euro oder sowas, wenn nicht sogar noch teurer. Als Originalspiel. Oh, die Bowser-Aspekte sind neu. Du Heule. Oh, ich liebe den Artstyle von Paper Mario. Ich kann leider nichts anderes sagen. Ich bin da so hingezogen. Ich liebe es, wie es designt ist. Vor allem, wir kriegen ja sogar die ganzen Chars wieder. Wir kriegen ja nicht nur Toads, die anders angemalt sind. Wir kriegen ja alle Chars wieder in ihrer kompletten Gänze. Die Legende vom Äonentor. HD. Wo fehlt das? Da fehlt das HD. Ja, gutes Streammaterial. Ist halt sehr storylastig, ne? Oh nein, natürlich. Natürlich kommt die Stelle noch. Ist vielleicht verliebt in mich. Prinzessin Peach Begriff Liebe bitte näher erläutern. Ja, okay. Wo ist Cut? Ich weiß nicht, der hat die ganze Zeit sich nicht mehr gemeldet. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Am Nächtigen. Ah, okay. マリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。ご視聴ありがとうございました。 Ah, okay. Das war's dann mit der Präsentation. Okay. Ja, war in Ordnung. Nächtigen heißt Pen. Schlafen links. Eier machen. Ja, war sehr durchwachsen. Die Sachen, die nicht von Nintendo waren, war halt größtenteils irgendwelches Indie-Zeug, was sehr begrenzte Nischenspiele sind oder wo die Fanbase sehr begrenzt ist. Aber ansonsten, die Sachen, die von Nintendo selbst angekündigt wurden, waren schon ziemlich cool. Vor allem das mit Luigi's Mansion. Die Frage ist halt, wie oft brauchen wir noch Ports, bis wir endlich solche Sachen ganz einfach über das Abo-Modell von der Switch spielen können. Aber es dauert noch eine Weile, bis Nintendo in der Zeit ankommt. In der Zeit müssen wir leider damit leben, dass jedes Spiel 20 Mal geportet wird und man 20 Mal dafür Geld ausgeben muss.